Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video soll es zu den Problemen von OBS mit Bluetooth-Geräten gehen. Also darum soll es, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bis jetzt ja immer Probleme mit Bluetooth gehabt. Also nicht im normalen Windows-Betrieb. Auch nicht mit meinem Turtle Beach, weil die haben ja einen Stick. Aber jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, benutze ich die nicht. Weil das schwitzt, da hast du die auf und du schwitzt dir einen Wolf. Da habe ich immer, ich habe jetzt hier, bevor die Shocks rauskamen, hatte ich die Knochenschall. Und jetzt, achso, die kann ich, die sind jetzt gerade beim Laden, na egal. Jetzt hatte ich immer benutzt die Soundpads. Ja, das sind die ganz normale Kopfhörer. Ja? Also, so wie so richtig oldschool, so wie früher, einfach so ganz normal. Ja? Und nicht halt mit diesem Gummischeiß, was dir im Ohr ist, wo du dann halt Beklemmung kriegst. Und dann kam ja die Shock Open Fit. Und jetzt ganz neu die Shock Open Fit Air. Ja? Die kam ja jetzt raus. Machen wir noch ein bisschen heller. So. Die kam jetzt, die hier kam ja neu raus. Die habe ich schon eingestellt. Und da hatte ich immer das Problem, wenn ich die normal mit dem PC benutzt habe. Kein Problem. Der Ton von YouTube war toll. Alles war toll. Wenn ich die Software hier von Avamedia mit Rec Central benutzt habe, um aufzunehmen, ja, alles kein Problem. Sobald ich OBS gestartet habe, ich brauchte nicht mal Aufnahme auf OBS drücken, nichts. Ich musste nur OBS starten. Es hat sich blechernd angehört, der Sound war nicht so schön und die Stimmen haben sich auch nicht so toll angehört. Nur wenn OBS an war. Jetzt ist mir gestern was aufgefallen. Ich habe gestern mit Daniel gezockt. COD. Und habe hier so einen kleinen USB. Sieht man den? Nee, sieht man nicht wirklich, warum? Und mein Controller, mein PS5-Controller war leer. Und da habe ich eigentlich nur, ich nehme mal jetzt so ein Beispiel USB, den USB-Kabel reingesteckt zum Laden, dass ich noch die Runde zu Ende spielen kann. Und das andere Ende war mit dem PC verbunden. Ton wieder da. Also wieder gut. Also war kurz weg, dann kam er wieder und dann war er top. Jetzt habe ich heute Foren gewälzt. En masse. Habe das auch versucht mit anderen Controllern. Es geht nur mit PS5-Controllern. Mit dem Naked funktioniert es nicht. Ich habe direkt hier oben am Verteiler dran, hier unten am PC dran. Da funktioniert es. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Sobald ich ein neues Gerät anschließe, ist das Problem weg. Und habe rumexperimentiert wie ein Bekloppter und habe halt noch mehr Foren gelesen. Aber in den ganzen Foren haben sie alle nur von Mikrofonproblemen geredet, dass das Mikrofon weg ist. Also sie benutzen Bluetooth-Kopfhörer für OBS und haben dann auch Ton, aber halt das Mikro ist nicht da. Oder Mikro ist da, aber Ton ist weg. Und da habe ich mir gedacht, und dann haben auch einige geschrieben, ja, Windows hat Probleme mit Bluetooth. Das funktioniert da wohl nicht immer so astrein, wie es funktionieren soll. Und da habe ich mir gedacht, da experimentierst du mal ein bisschen rum und guckst mal, ob du das Problem hinkriegst. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So, ich nehme jetzt hier meine, ja, die Shocks Open Fit. Ich mache auch mal hier unten an, dass ihr das nachvollziehen könnt. So, hier sind die Open Fit. Die nehme ich jetzt raus, zu und stecke die mir ins Ohr. Also nicht ins Ohr, so kommen wir so drüber, so ähnlich wie Knochenschall. So. Tada. So, und hier sind sie auch geändert. Kopfhörer, Open Fit bei Shocks. So, jetzt gehe ich auf Spider-Man-Video, was ich mir zurechtgepackt habe.
So, ist kurzzeitig, dauert halt kurzzeitig. Aber Stimme hört sich gut an. Spiel hört sich auch gut an. So, jetzt gucke ich mal. Die Shox-Software auf dem Handy. Suche nach Geräten. So, sind da. Ja, passiert was? Equalizer. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Ja, also es funktioniert. So. Also da funktioniert es. Da passiert was. So. Und jetzt starte ich OBS. Vielleicht kriegt man es ja auch mit, dass da was passiert. Also ihr werdet es wahrscheinlich nicht mitkriegen, aber der Ton hört sich jetzt blöde an. Das Spiel ist ein bisschen heller. Ich höre auch nicht alle Geräusche vom Spiel mehr. Ja. Auch die Stimme hört sich ein bisschen komisch an. Hier quatsche ich, jetzt hört gleich meine Stimme. Ja. So, das hört sich halt komisch an. Wenn ich jetzt OBS ausmache, ist wieder normal. Jetzt zeige ich euch das. Ich habe einfach nur wirklich ganz normal. Ich muss nicht mal an sein. Die PlayStation ist aus. Ich stecke einfach nur den Controller an. Zack. Der ist angeschlossen. Zack. Und schon hört sich wieder gut an. Jetzt ziehe ich es live ab. Vielleicht kriegt er ja einen Unterschied mit. Aber ich glaube nicht. Ist ja nur bei mir auf den Kopfhörern. Zack. Ton ist kurz weg bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr Ton habt. Nicht, Digga, nicht zum Spielen. Und der Ton ist wieder doof. Und jetzt habe ich überlegt, was kann ich machen, dass sich das wieder vernünftig anhört. Ich habe auch noch einen defekten PS5-Controller. Also der hat Stickdrift. Habe ich mir schon überlegt. Kleinen USB-C-Kabel, unten am PC, also vorne am PC ran. Und den dann auf den Tower legen. Da kann der liegen bleiben, bis er schwarz wird. Aber ich hätte dann wieder einen guten Ton. Aber habe gedacht, das geht ja auch auf Dauer auf den Akku. Und ich wollte den ja auch mal reparieren lassen. Und da muss es eine andere Möglichkeit geben. Es kann ja nicht sein, dass es so blöde ist. Und habe ein bisschen rumexperimentiert und habe halt Foren gelesen. Und alle haben immer geschrieben, halt, dass kein Ton da ist oder. Also hat keiner das gleiche Problem wie ich, dass der Ton sich halt doof anhört. Die haben alle entweder geschrieben, dass kein Ton da ist oder kein Mikrofon da ist. Mehr habe ich nicht gefunden. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, was können wir da machen? Und habe so mit den Einstellungen vom Headset rumexperimentiert. Hat alles nichts gebracht. Habe in OBS verschiedene Einstellungen gemacht. Die Soundqualität hochgeschraubt, runtergeschraubt. Also die ist ja ganz hochgeschraubt bei mir, aber da versucht die von 2.0 oder 2.1, was ich glaube eingestellt habe, auf 5.1, 7.1 oder 3.2 oder irgend so eine Scheiße eingestellt. Hat alles nichts gebracht. OBS ausgemacht, hatte ich wieder einen Top-Ton. Dann ist mir die Erleuchtung gekommen, weil wenn sie alle schreiben, die haben Probleme, entweder Mikro oder Dings,
Und viele haben geschrieben, dass Windows halt diese Probleme mit Bluetooth hat, dass er halt zweigleisig nicht fahren kann und dass es auf den Bluetooth-Standard ankommt und. Dann habe ich mir überlegt, ich benutze ja auch nur die Kopfhörer. Mein Mikrofon ist ja Rode. Also das ist ja nur, ich habe auch die Kopfhörer, hier sind sie ja aufgeführt, die sind sonst nirgendwo in Benutzung. Nirgends. Die sind halt in Windows drin, aber halt, also bei Audioräten, aber nicht in Benutzung. Nun habe ich mir überlegt, was passiert denn, wenn ich hier einfach auf den Pfeil und hier zulassen, dass Apps und Windows dieses Gerät für Audio verwenden. Nicht zulassen. Das heißt, Windows und Apps können dieses Gerät, also das, die Mikrofone von den Shocks, nicht mehr benutzen. Es ist halt blockiert. Und wenn man dann jetzt zurückgeht, sieht man hier vielleicht, es ist komplett weg. Es sind keine Shocks mehr da. Alle weg. Also alle, also das eine Mikrofon, was angezeigt wird, ist weg. Und wenn ich jetzt ein Video angucke, ist der Ton wieder super. Und ich habe keinen Controller angeschlossen. Also ich habe nur halt das Mikrofon geblockt. Und der Ton ist wieder toll. Und wenn ich hier in der Software... Also für euch wird es nicht hörbar sein, weil es ja meine Kopfhörer sind. Dann hört sich das wieder toll an. Und das war das ganze Problem. Weil Mikrofon und Kopfhörer drin waren. Und Windows und OBS halt jeder rein theoretisch drauf zugreifen hätten können. Was ja kein Gerät gemacht hat. Aber dafür, dass es da alleine, weil es angezeigt wird oder in den Apps angezeigt wird, dass man es hätte benutzen können. Tonprobleme. Ton doof. Blockiert. Keine Tonprobleme. Ich habe auch... Kann ich euch zeigen. So. Ich habe ja noch hier mehr Icons gemacht, so wie früher, ja. Also, dass ich hier schnell mal auf das Alte zugreifen kann. Und wenn wir jetzt hier gucken, Aufnahme, hier werden auch alle Geräte angezeigt. Turtle Beach, Realtek, ach, ist ja clean. Stereo Mix, Eingang, Realtek, hier. OpenFit und OpenFit Air. Die sind ausgegraut. Ich könnte sie jetzt hier wieder anschalten, aktivieren. Mache ich aber nicht. Also wenn ihr die Einstellung noch habt, so wie hier, dann geht er einfach rauf und macht hier einfach deaktivieren. Dann ist es genau das gleiche. Aber viele haben es halt nicht und deswegen habe ich es mit den normalen Windows-Einstellungen gezeigt, wie es jetzt ist. Einfach deaktivieren. Nur das Mikrofon, nicht die Kopfhörer an sich. Ihr habt die Kopfhörer ja drin beim Mikrofon und bei Ausgang. Bei Ausgang drinnen lassen, damit ihr was hört logischerweise. Und Mikrofon einfach sagen, ausschalten. Somit kann keine App, egal welche, und auch nicht Windows auf dieses Mikrofon, was hier, oder diese Mikrofone, die hier eingebaut sind, zugreifen. Und damit entsteht diese nicht mehr dieser Konflikt zwischen Mikrofon und Kopfhörern. So erkläre ich mir das jetzt, was OBS dann verursacht, sozusagen. Warum gerade OBS? In keinem anderen Programm hatte ich Probleme. In keinem anderen. Nicht ein einziges, nicht die originale Streaming-Software von oder Aufnahmesoftware von Avamedia, wenn ich den Browser gestartet habe. Ich habe extra mehrere Browser installiert und getestet, also Chrome, Opera GX, Normal Opera, Firefox, Edge, nirgendwo. In keiner App, irgendwo. Oder auch Aufnahmeprogramm hier, Audacity. Nix. Nur OBS.
Aber so könnt ihr das Problem beheben. Vielleicht habt ihr ja das Problem auch und habt bis jetzt noch keine Möglichkeit oder Lösung gefunden, weil im Netz steht ja nichts. Da steht immer nur, wenn kein Ton kommt. Wenn ich euch damit helfen konnte, Däumchen wären Träumchen, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das Problem auch hattet und ob ihr das jetzt damit beheben konntet. Das würde mich sehr freuen. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.